Hey Leute, willkommen zurück beim Lausitz Play von Pokémon Kristall. In der letzten Episode haben wir uns endlich den letzten Orden von Johto erkämpfen können, nachdem wir den Eispfad absolviert haben. Und jetzt haben wir direkt einen Anruf vom Professor Lind bekommen, dass wir ihn aufsuchen sollen. Das machen wir natürlich sofort. Hi Lausi. Dank dir komme ich mit meinen Forschungen hervorragend voran. Hervorragend sogar, naja. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Lausi erhält Meisterball. Lausi steckt Meisterball in Balltasche. Naja, der beste Ball von allen. Er ist der ultimative Ball. Ihm kann kein Pokémon entwischen. Er wird nur anerkannten Pokémon-Forschern überreicht. Aber ich glaube, du hast bessere Verwendung dafür als ich, Lausi. Okay, dann gehen wir da mal die Monster heilen. Und jetzt werden wir uns irgendwas überlegen, weil wir brauchen die Kaskade. Ja. Ist ein bisschen ungut, weil ich habe zugunsten von Mantax ein Magneton ablegen müssen. Auf jeden Fall ist der nächste Halt die Pokémon Liga. Und wenn wir ganz kurz im Pokécom auf die Karte schauen, sehen wir, wir sind jetzt noch in Johto, ganz am rechten Rand, und dort oben der kleine Klecks da, da rechts drüben, da ist die Pokémon-Liga. Und wenn wir nur ein paar Meter weiter nach drüben surfen, ach, die Tentakel, das sind so lästige Tierchen, es ist gigantisch, wie lästig die Viecher sind. Naja, hey, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Sieh auf die Karte in deinem Pokécom. Glaubt man schon, es ist ein Trainer, aber nein. Ihr seht's, wir sind zurück in Kanto. Endlich. Und jetzt haben wir einen wirklich weiten Weg vor uns. Wir müssen nämlich über die Route 26 ins Indigo-Plateau erreichen. Das wir nur schaffen, wenn wir die Siegesstraße zwingen können. Und denn die Silberhöhle, die ihr jetzt links drüben in Johto noch gesehen habt, dort wartet dann, wenn wir die Pokémon-Liga gemacht haben und die 8 Orden von Kanto, der stärkste Trainer im gesamten Spiel. Und wenn wir den bezwungen haben, dann endet auch dieses Let's Play. Poyo-Fälle. Die Verbindung zwischen Kanto und Johto. Ja, da geht glaube ich eh nichts. Ich muss nur schauen, ob da ein Item liegt vielleicht. Nein, so nett sind sie nicht. Da geben sie mir kein Item. Und ich will jetzt da gleich einmal schauen, dass ich einen Schutz aktiviere. Dass wir nicht zu sehr belästigt werden von wilden Pokémon. Ich weiß die Route leider nicht genau. Wir schauen, dass ich... Ui, ein Mondstein. Schauen so viele Items wie möglich irgendwie auch gattern und finden kann. Ja, ich habe ja extra... Ach so. Ich habe noch keine Kaskade gelernt. Okay, dann passt das ja, dass ich im Antrag noch mit habe. Dann will ich da nicht verschwenden, dass ich jetzt die Kaskade in
Imperator lernen, das wäre ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich schon im Antrag Smith habe. Es ist. Also der kann das gar nicht lernen. Es ist ein bisschen lästig, dass man für drei Attacken, die von EMS sind, wirklich Wasserattacken verschwenden muss. Surf ist eine ziemlich coole Attacke und der Kaskadien Whirlpool auch, aber es ist ein bisschen übertrieben, dass so viel Attacken, die von EMS sind, Wasserattacken sind. Am heftigsten war es mit Blitz. In. Ui, schaut lustig aus. Mit Blitz in Pokémon Rot und Blau. Ah, wegen dem Wasserfall. Okay. Ist der Trainerin wahrscheinlich? Ja. Die wird nicht so schwach sein. Es wird auch Trainerin sein. Kann man nicht vorstellen, dass es da allzu viele Trainer gibt. Sonstige Trainer. Okay. Bisasam. Nice, Bisasam ist so süß. Der hat 32 Bisasam. Okay. Das werden wir mit einem Eissturm regeln. Sonst ist mir der vom Typ her ziemlich im Vorteil, der Bursche. Meine Tür Erfahrungspunkte. Wenn ich schon einen Vulcano habe, dann wäre das ein bisschen dumm, wenn ich nicht den Vulcano benutze für Pflanzen-Pokémon. Nur zu, weil der Imperator ist ein relativ hohes Level hat im Vergleich zu den anderen. Mhm. Ja gut, das kann ich verschmerzen. Kommt sicher kein Bisaflor, oder? Okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da jetzt wirklich Bisasam, Bisagnos, Bisaflor kommen. Schaut schon ziemlich mächtig aus. So eine Riesenkröte mit einer Blume am Rücken. Ui, das tut sicher weh. Ui, und der Volltreffer noch dazu und Paralyse. Ich muss das jetzt fast riskieren, dass ich nochmal das Flammenrad probiere. Ui. Ja, brav. Brav, Vulcano. Und wenn ich das erste Pokémon Center erreicht habe, dann kann ich eh sofort dorthin fliegen. Also ab dann ist das nicht mehr so ein riesengroßes Problem. Das einzige Problem, was wir jetzt noch haben, ist das, dass ich jetzt nicht mehr so schnell hin und her komme zwischen Johto und Kanto, weil ich das auf der Map nicht frei auswählen kann. Ja, genau. Schauen wir mal. Aha, sie vertrauen mir. Blind. TM37. Das ist ein TM37 Zahnsturm, okay. Brauche die fast. Also müssen die fast so ein Pokémon wie in Georok lernen. Deswegen tut das glaube ich nichts als Gesteins-Pokémon oder Bodengestein. Na, dann weiche ich nicht aus. Training ist gut. Ich muss nur schauen. Naja. Ich weiß jetzt nicht so recht, wie ich weitermachen soll mit dem Training. Ich muss gleich mal mit Georok probieren, wenn wir schon vorher gesprochen haben. Nächste Astrainer mit drei Pokémon. Okay. Stahl-Pokémon. Ungut.
Aber Schwebe gibt's ja da noch nicht, oder? Ach du Scheiße, Superschall. Jetzt bin ich verwirrt auch noch. Cool. Sechs Intensität, das ist ja wohl ein Scherz. Aber ein sehr effektives. Oh, das reicht sogar. Hätte man es nicht gedacht. Moorlord. Boden. Wasser. Ungute Kombination. Zumindest eine ungute Kombination fürs Georock als Gesteins-Pokémon. Ich habe jetzt glaube ich vierfach Schwäche, sogar durch Boden und Wasser. Also, das ist mir sehr gewundert, wenn er das ausgehalten hätte. Aber der hat ziemlich gute Typen abdeckt. Was ist das für eine Animation? Recht schnell. Nehmen wir Flieh. Dauert zwar länger, aber. UW, der bereitet einen Solarstrahl vor. Vielleicht war es doch gut, dass ich Fliegen eingesetzt habe. Nein, hätte er nicht geschafft, trotzdem nicht. Selbst wenn er Schnabel überlebt hätte, wäre ich schneller gewesen. Mir geht da jetzt ein bisschen der Magnet dann ab. Ich weiß jetzt da den Weg nicht mehr so ganz genau weiter. Ich bin mir nicht sicher, was da als nächstes so folgt. Wenn du jetzt gleich Pokémon sehen, da kommt, habe ich gerade das verschwendet. Aber ich spiele einfach nur mal sicher, weil ich es wirklich nicht mehr auswendig weiß. Ich komme jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut an die Pokémon-Liga erinnern. Bitte. Voltrekaria. Du bist ja ein tolles Tierchen. Ja. Wollt mich wieder überraschen? Aha. Psycho-Pokémon, okay. So, wer sind die? Ja, ich Psycho. Kyrill. Ich mit drei Pokémon. Aber ich glaube, dass ich die Ultrigaria vorne habe. Jetzt den Drankenhieb auf die erste Position tun. Ui, der ist schnell. Und dann Volltreffer hat er noch gelandet. Ich bräuchte fast stärkere Pflanzenattacken. Das spart man dann zumindest Zeit. Ja. Das kennt. Aha. Ich habe mir jetzt gedacht, dass das viel mehr Schaden anrichtet. Soll mein Problem nicht sein, wenn es mir nicht mehr tut. Girafferig, das ist das nur Psycho? Wenn es Psycho ist, dann passt Verfolgung. Jo, okay. What the heck? Was ist denn das? Aha.
Dieser Ockhaut. Der Ducky kann ihm gar nicht mehr hindern. Und ich spiele wieder auf Nummer sicher mit Fliegen. Naja, Verteidigung steigt noch dazu. Das merkt man schon, der Reflektor ist ziemlich stark. Ja, das ist jetzt nicht so Überraschung. Jetzt kann er zumindest mit der Stafette nicht mehr abhauen. Fliegen ist sicher stärker als Verfolgung, aber wenn das eine Attacke ist, die sehr effektiv ist. Ja, Reflektor weg. Na, Gott, du, ha? Wenn ich jetzt hoffentlich nicht verwirre, dann ist alles okay. Ja, und dann noch schnell einen Schnabel noch. Alles easy, alles safe. Stabil. Da sind ziemlich viele Trainer. Ah, die sieht mich sogar. Oh, ich hätte es nicht erwartet. Wieder Hasstrainerin. Mit drei Pokémon schon wieder. Stami. Okay, wir auch schon. Nummer 4 Rankenhiebe. So habe ich nie ganz verstanden, warum beim Rankenhieb. Boah, das ist frech. Warum beim Rankenhieb so wenige AP nur zur Verfügung stehen. Weil es doch eine relativ schwache Pflanzenattacke ist. Der wird jetzt wohl nicht wieder so einfahren, der Blubstrahl. Ja. Für das, dass es nicht effektiv ist, ist es erstaunlich effektiv. Passt. Nidoqueen. Oh Mann, da muss ich jetzt fast den Begatter in den Kampf schicken. Ist nicht ohne und nicht zu unterschätzen. Boah, sehr effektiv ist das Boden oder zu, okay. Ich glaube nur Gift. Wieder Stami. Jetzt ärgert es mich schon ein bisschen, dass ich das Ding nicht da habe. Das Magnet dann. Wenn ich wusste, dass das nur der eine Mini-Wasserfall ist. Aber es hilft nichts, ich komme nicht zurück. Ich muss das erste Pokémon Center erreichen. Erst ab dann kann ich mir da ein bisschen mehr erlauben. Weil ab dann kann ich da hinfliegen. So. Jetzt nehme ich da nochmal einen Supertrank. Dass ich ein bisschen einen Puffer habe. Mal schauen, wie weit wir da heute kommen. Dass der Weg so von Tränen gesäumt ist, habe ich nicht gewusst. Schaut aus wie ein Angler. Oder ein Wanderer. Also du fühlst dich so stark, dass du dann immer drei Pokémon in Champ besiegen könntest. Da wünsche ich dir aber viel Glück. Wird es dann Zeit für einen Äther oder Elixier, oder wie die Dinger heißen. Aha. Ist gar nicht sehr effektiv.
Das heißt, der dürfte Gifttyp haben. Der Baldurfisch und gar nicht Wasser. Ja, sicher. Wie oft triffst du noch? 5 Mal, ich meine jetzt. Das muss da mal gelingen. Noch einmal Baldurfisch. Wahrscheinlich 3 Stück davon. Mit 3 Baldurfisch in Champ besiegen wollen. Könnte passieren, dass ich jetzt nicht triff. Oh weh. Powerful Trigaria. Was hast du noch alles aus? Komplett untypische Attacken für einen Fisch. Ja. Viermal schon wieder. Er hat erstaunliches Glück. Ah, der blöde Härter. Den Härter hat er jetzt das überlebt, die Attacke. Wird die Säure mit mehr Treffer? Ja, wenigstens trifft er. Das kann er nicht mehr überleben. Ja, ist nicht sehr effektiv, das heißt, das ist fixer Gift-Pokémon. Gold King. Und jetzt muss ich ihn wechseln. Gut, jetzt muss ich wechseln. Schaut so riesig aus. Walking. Das hätte mir jetzt gedacht, dass das mehr Schaden anrichtet. Dann begeben wir uns empor. Ah, lästig. So, bemühe dich. Ja, bravo. Nicht in diesem Kampf, wie meinst du denn das jetzt da? Habe ich jetzt nicht verstanden, wie er das gemeint hat. Meine Güte, das sind viele Trainer. Unglaublich. Was? Für sich reicht es, die Orden zu sammeln. Das ist ja der Witz dahinter. Cedric. Wächst nur ein Pokémon, aber Psyana kann auch Probleme haben. Nur dazu in Level 36. Zoltregaria ist anscheinend Gift-Pokémon auch vergessen. Gibt's das? Psyana ist unglaublich stark. Wahnsinn. Ich meine, mir ist das jetzt wirklich wurscht. Ein Schnö. Den muss er überleben. Das ist eine schwache Attacke. Brav. Vulcano brav. Die paar Erfahrungspunkte. Der Kampf, ja.
Muss ich am losen, das war ziemlich mächtig von dir. Jetzt weiß ich leider nicht, ob links oder geradeaus. Komm wieder zurück, Goy. Du verarscht mich. Naja, warte mal. Sag das nicht, vielleicht liest du ja was. Aha. Okay. War also für nix, okay. Dann wie gleich wieder einen Schutz aktivieren, wenn ich schon hob. Bei der nächsten Gelegenheit auch wieder welche kaufen. Weil jetzt ist da wirklich ein bisschen prekär, wenn ich da jetzt so viel Schütze verschwende. Ah, da ist ein Haus versteckt. Irgendwo gibt es ein Haus. Aha. Hier steht etwas geschrieben. Lesen. An meine Brüder. An meine Brüder und Schwestern. Sie sind stolz darauf, Pokémon-Trainer zu dienen. Wenn ein Trainer mit dir spricht, gib ihm etwas Nützliches. Ach so. Das sind die einzelnen Wochentage, die Personen. Je nachdem, welcher Wochentag ist. Jetzt bin ich wieder da. Du verarscht mich. Da ist der Schutz gleich aufgebraucht. Aber da dürfte das Haus sein, wo ich geheilt werde. Ja. Ja. Wir haben sonst einen Beleber eingesetzt. Ja, kann man nicht wissen. War fast ein bisschen riskant sonst. Und alles voll mit Ass-Trainer. Echt heftig. Pikachu! Es ist so süß! Ja, jetzt habe ich den Bagat da vorne, gell? Gibt es die Geschlechtsunterschiede noch nicht? Wo man das weibliche Pikachu nur keinen herzförmigen Schweif. Turtok. Die haut jetzt echt der Turtok aus, sie? Ach du Scheiße. Mit Surfer. Wenn ich jetzt da kein Pflanzen-Pokémon vorher gehabt hätte, hätte ich mal was überlegen müssen. Das verstehe ich nicht. Rankenhieb 10? 10 AP. 10 Mal kann man Rankenhieb einsetzen und dann sind die AP aus. Und das ist so eine lächerlich schwache Pflanzenattacke. Ah, so knapp. Esbeere. Muss ich gleich wieder schauen, wer hat jetzt keine Beeren mehr? Georock hat keine Beere mehr. Mantax gibt keine. Wir haben gleich, ja, gehen wir die Minzbeere. Aber wenn da jetzt das Haus war, wo man sie heilt, kann sein, dass da noch ziemlich viel Trainer kommen. Und ich bin noch nicht einmal bei der Siegesstraße. Und alles erst Trainer immer. Mit drei Pokémon. Sarzenia. Jetzt wird es dann ja bald einmal Zeit, dass ich mein
Dregario zum Sarzenia mach. So riskieren wir's. Ohne Risiko kein Spaß. Pflanze. Wasser. Und dann wird das letzte Feuer-Pokémon sein. Ja. Nippagato zum Kramp da jetzt. Ah, Flamari ist auch so süß. Sie mir einen Bagatto fahren lassen, ist halt auch so eine Geschichte. Ja, Schutz ist schon wieder vorbei. Jetzt ist die Frage, was ist denn das da für ein Teich? Okay, für gar nichts. Für gar nichts. Ich treffe die letzten Vorbereitungen für die Pokémon-Liga. Dann wird es wieder Ass-Trainer sein. Zwei Pokémon. Ass-Trainer Fred. Rasek. Das schaut so cool aus irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich finde das so cool. Bin ja aber einer für die wenigen. Die es cool finden. Kann man nicht helfen. Mit dem riesengroßen Bild am Rücken. Hat was. Finde ich. Was sehr effektive Attacke. Und ich bin über 10 Level vorne, nämlich 11 Level, und hat es trotzdem überlebt. Also der ist ja verdammt widerstandsfähig, der Parasek. Nur 904 Erfahrungspunkte. Hinterhand. Achso, Enterhand hat ja Psycho-Attacken auch. Da riskiere ich nichts mit einem Ultregaria, was auch Gift-Typ ist. Es ist vorher daneben gegangen. 35 geht daran. Ja, das reicht für zweimal. Ein Torklick, ich habe nur zwei Treffer. Wunderbar. Ich habe es vermasselt. Na, Wanderer Dom, die braucht jetzt keiner, hey. Ist das nicht lausig? Was willst du von mir? Du hast mich angerufen. Du wirst mir wissen, wenn du anrufst. Echt erstaunlich viel. Unten ist ein Item. Man braucht fast einmal einen PC zum Item ab. Blank, den ich nicht brauche. So, der junge Dame noch. Ich habe gegen einen Trainer namens Detlef verloren. Ja. Vom Siegen besessen. Seine Pokémon tun mir leid. Ja, du hast recht. Ass-Trainerin. Irmgard. Der. Mit einem Pokémon. Und das ist ein Galopper. Ziemlich mächtiges Tierchen. Ist halt ein Pech, wenn ich gerade einen Imperator fahren habe. Überraschung. Pokémon sind keine Kriegswerkzeuge. Merkt euch das.
durch vor einen Scheiß zu haben. Nur Trainer, die sich als würdig erwiesen haben, dürfen eintreten. Alle 8 Orden von Jotto, geh bitte weiter. Ich kann mir die gar nicht anders her, oder? So. Siegesstraße. Okay, ich habe jetzt nicht gerechnet, dass die so schnell kommt. Ich weiß jetzt wirklich nicht, welche Items, dass ich dafür brauche, welche VMs, dass ich brauche. Aber Hyperheiler wird nicht verkehrt sein. Da sind auch zwei Trainer drinnen. Da ist ein Stirn auf. Wo geht's zurück, Obi? Da ist ein Item. Noch ein Hyperheiler? Ich muss aufpassen mit den Items. Doppelleber. War kein gutes Zeichen. Ich möchte halt nicht wirklich viel Items wegschmeißen müssen. KP Plus, das kann ich gleich einsetzen, glaube ich. Dann kann ich irgendeinen Pokémon sofort und KP Schub geben, einen kleinen. 151, 105, auf Level 36, auf Level 37, 110, 103, 115, auf Level 37. Das heißt, der Georock hat am wenigsten. Nein, der Fukano hat noch weniger, aber der wird halt zum Arcani. Wurscht, gehen wir es in Fukano. Kann ich noch irgendwas sofort einsetzen? Hat irgendwer Drachenattacken? Nein. Die Eisbeere, die gebe ich jetzt einmal in Mantax, weil das ist ein Platz, den ich nicht verschwenden will. Monster kann kein Pokémon entwickeln. Ich habe keine Drachenattacke. Ich hab schon ziemlich viel mit. Ich hätte gern mehr Schutz. Das ist das Einzige, was mich wirklich sehr ärgert, dass ich nicht mehr Schutz habe. Ist gegangen. Ich könnte mehr Schutz brauchen. Fuck. Oh. So bin ich am August. Den muss ich jetzt schnell und hart treffen. Wenn er sich jetzt schon mit mir anlegt. Sneeber. Oh, ist das Stahl-Pokémon? Ich kann gescheites Feuer-Pokémon. Ja, ich hätte schon ein gescheites Feuer-Pokémon, aber. Lichtstahl vielleicht sogar. Okay. Bin ich einmal hochzufrieden, dass das jetzt ein One-Hit war. Magneton ist nur für einen Georock gefährlich wegen einem Superschall. Ansonsten kann er mir eigentlich nichts tun. Weil der Ultraschall tut nicht viel. Vielleicht habe ich es Klick und ich habe gleich einen relativ harten Treffer bei der Intensität. Na, 8. 8 ist stabil. Megania, na, da muss ich wechseln. Da muss ich jetzt auf den Vulcano wechseln. Er haut jetzt schon Megania aus. Also er nimmt mich wenigstens doch ein bisschen ernst im Kampf. Vielleicht habe ich es Klick und ich kann es zum Brennen bringen. Und mit einem Treffer wird das nichts. Aber zwar Levelüberschuss. Und Flammenrad ist nicht so extrem stark. Nein, leider. Giftbuder ist bitter. Vielleicht habe ich jetzt das Klick und er sammelt Energie für einen Solarstrahl. No besser! Super Vulcano. Na, schon wieder so knapp. Golbat.
Jetzt ist Magneton nicht da. Das zippt mir an. Vor allem, es geht ja, gehen ja die Erfahrungspunkte ab. Es ist gegenüber Flug-Pokémon effektiv, der Eissturm. Nicht nur gegenüber Frounzen. Ja, den nutze ich jetzt aus, den Konfusstrahl. Da, weil ich da jetzt ein bisschen verwirrt bin, dass ich ein Gegengift gebe. Weil ich eins da habe, sonst einen Hyperheiler. Ja. Dann brauche ich. Oh, ich Gegengift, genug Gegengift sogar. Passt. Sollte verschmerzbar sein normalerweise. Bitte, Invocator, reiß die zusammen. Er hat noch ein paar Pokémon, es ist noch nicht vorbei. Bitte, bitte, bitte. Gibt's das, ha? Ach du! Nutzloses Vieh. Zumindest macht er keine Attacken, die unüberlegt sind. Endlich. Na bitte. Zwei Pokémon, nur Alpollo. Alpollo, Geist, 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 Geist. Hab nichts, was da jetzt, glaube ich, effektiv ist. Dann hat er noch nicht entwickelt zum Gengar. Aber ich glaube, man trifft ihn ja gar nie mehr dann. Ich glaube, das ist der letzte Auftritt vom Detlef. Ich nehme jetzt nicht komplett der Ash zumindest. Surf ist halt schon eine extrem starke Attacke. Wahnsinn. Und noch ein Psycho-Pokémon. Und wieder eins, was nicht entwickelt ist. Also er macht keinen Tausch. Vielleicht ist es deswegen so, dass man sich die Hoden haben zum Tauschen. Na bitteschön. Ich hab mehr Angst gehabt. Aber er war schon nicht ohne, also gute Pokémon. Langsam begreife ich, was der Drachenmeister zu mir sagte. Ich habe nicht aufgegeben, der weltbeste Trainer zu werden. Ich werde herausfinden, warum ich nicht gewinnen kann. Dann werde ich stärker. Wenn ich soweit bin, fordere ich dich heraus. Dann werde ich dir die Leviten lesen. Bleib bis dahin dabei. So jetzt aus, oder was? Na komm. Aha. Okay. Muss ich ausnutzen, solange der Schutz wirkt. What the heck? Da geht's Ovi? Wieso geht's da Ovi? Wo bin ich rausgekommen und was ist da? Da geht's auch Ovi. Oh, nein. Okay. Nehmen wir mit. Einen Schritt gefahren und schon taucht ein wildes Pokémon auf. Ich horn. Hab ich noch nicht. Und den Eissturm überlebt, probier es zu fangen. Ah, ist auch sehr effektiv. Ich hab mir gedacht, Eis ist nicht effektiv auf Boden und Gestein und so. Nur Wasser. So.
Jetzt speichern wir die ganze Gaudi mal ab. Das ist schon die Pokémon-Liga. Jetzt schau ich mal, was in dem Loch unten ist. Das sind dann so Geschichten, die ich abseits vom Let's Play fange. Wenn es schnell geht. Das ist sonst ein bisschen Zeitverschwendung, weil ich brauche jetzt momentan Karihan. Ah, aber was ich mache, bevor ich jetzt da mit anschaue, was in dem Loch ist, ich gehe da rein und zahle jetzt das Pokémon Center. Und dann kann ich da herfliegen. Passt, und dort sollte es auch einen PC einmal. Noch besser. Neues Item. Problem, was ich nicht brauche. Nämlich einmal einen Drachenzahn auf jeden Fall. Und den Mondstein. Gut. Und was habe ich da mit? Münzkorb, Shiki, keine Angel, Schwarz. Gut. Megablock. Top Genesung. Top-Trank. Rikoko brauche ich momentan nicht. Sonderbonbon. Eisbären habe ich einen Haufen. Nehmen wir auch mit. Brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe Hyperheiler. Ich werde auch schauen. Ah, Top-Schutz, passt. Ich will jetzt ganz einfach schauen gehen, ob ich irgendwo Steine kaufen kann. Zur Entwicklung. Okay. Ich brauche jetzt momentan noch nichts. Momentan. In der Pokémon-Liga stellen dich die Top 4 auf eine harte Probe. Du musst sie alle schlagen. Wenn du verlierst, musst du ganz von vorne anfangen. Ja, ich weiß. Der schaut der wichtig aus, der Herr da, der alte. Hä? Okay. Nein, aber ich werde dann nach Hause gehen und schauen, ob ich Steine kaufen kann im Einkaufszentrum. Ich glaube nämlich schon. Dann ist es auch wurscht, wenn ich jetzt einen Schutz einsetze. Weil dann kann ich Schutz kaufen gehen. Da waren sie anscheinend nicht so weit. Das. Aha, ein Item liegt da. Ein TM. Was ist ein TM? 26 bitte. Und ein Top-Trank. Und der da so versteckt liegt. Erdbeben, okay. Jetzt verstehe ich, warum der da liegt. Links oder unten? Ah, rechts oder unten, hm. Wo ist der Leiter noch unten, ne? Und sonst wäre ich da oben kommen. Okay, es wäre wurscht, gell? Passt. Okay, die Siegesstraße ist so kurz in dem Spiel. Ich hab geglaubt, dass der wieder so heftig ist wie bei Rot und Blau. Gut, dann Abra nach Hause teleportieren. Ich kann jetzt jederzeit wieder da herfliegen. Wenn ich ganz einfach ein paar Meter umgehe. Durchs Wasser. Und dann haben wir uns noch Katja City. Und ich kann jetzt auch Gott sei Dank endlich Wandtags ablegen. Weil jetzt brauche ich nicht mehr im Wasserfall erklimmen, momentan. Und Magneton holen. Der ist mir schon ein bisschen abgegangen jetzt, muss ich sagen.
Raikou Level 40 statt Magneton. Eigentlich wäre es wurscht, oder? Eigentlich wäre es völlig wurscht. Ach gut. Kann man da Steine kaufen? Hm? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Warum nicht? Das sind Heil-Items definitiv. Ja. Bei ihm auch nicht. Schutz wirkt nicht mehr. Okay. Der verkauft die Dinger. Ah, und der verkauft das. Mhm. Dann bin ich aber schon durch, oder? Na? Der verkauft die Ems. Und sie? Was? Aha, die schenkt der TM her, okay. Super Job. Was ist das für eine Attacke? Rückkehr. Hm, okay. Mies. Und jetzt ist es wirklich Ende, weil jetzt bin ich am Dach. Mhm. Getränkeautomaten sind da nur mehr. Und da haben wir das Dach, ja. Mhm. Sehe ich ihn da, wenn ich durchschaue. Mhm. Hörst du auf, mich zu belästigen? Habe ich. Bitte, wer sagt, dass das nichts für Erwachsene ist? Ich komme jeden Tag, um wirklich alle Puppen zu bekommen. Oft gibt es hier Sonderangebote. Welche Puppen? Ein Automat, an dem man Pokémon-Puppen kaufen kann? Scherz. Keks, echt? Okay. Ah. Ich kann nichts tun. Schade. Jetzt zum Lift umgehen, bin ich wahrscheinlich langsamer, als wenn ich jetzt schnell die Treppen nehme. Okay, dann kann ich da jetzt eh nichts machen momentan. Hauptsache mein Magneton ist wieder da. Und der ist vom Level her gar nicht zu unterlegen. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich den schon so weit trainiert gehabt habe. So. Dann bringt's eh nichts, wenn ich da jetzt um und um hader mit mir selbst. Sage ich das noch ganz kurz. Ich muss jetzt nämlich nur da ein paar Meter nach rechts surfen. Und irgendwann einmal sagt es dann bei der Karten Countdown. Und sobald es da Countdown sagt, kann ich schon mit dem Ibidak fliegen und brauche dann direkt nur mehr zum Indigo Plateau fliegen. Dann war's da. Nächster Halt Pokémon Liga. Und das schauen wir uns in der nächsten Episode an. Bis dahin muss ich noch ein bisschen trainieren, abseits vom Let's Play. Und mir vielleicht anschauen, wo ich Steine bekommen kann für die Entwicklung. Und ich hoffe, ihr seid dann dabei, wenn wir uns um die Top 4 hoffentlich erfolgreich kümmern werden. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, schönen Tag noch. Baba, ciao.